Aber um bei Ihren Trinkgeschichten vielleicht zu bleiben, das habe ich ja auch doch durch das durchaus das ein oder andere Mal auch in meinem Auslandssemester da vor Ort erlebt. Was ich doch immer wieder spannend fand, ich war in Wuhan, was ja heutzutage jedem ein Begriff ist. Vor einem Jahr kannte das noch keiner. Was ich immer wieder erlebt habe, in Wuhan ist der Anteil von Weißen sehr, sehr gering. Das Resultat ist, wenn Wenn man sich Chinesen als. nicht als Weiße bezeichnen, Ja, ja. deswegen habe ich gerade sehr gestockt. Das Also, ist gar nicht so einfach, wie man das macht. sagen wir, der europäische und nordamerikanische Anteil ist sehr gering. Und wenn man da als großer blonder Junge in eine Bar gegangen ist, wurde man schon fast auf der Stelle von irgendwelchen Chinesen an ihren Tisch gezerrt. Die hatten den ganzen Tisch voll mit diversen Alkoholiker und man hat den gesamten Abend kostenfrei getrunken, nur damit die am Ende sagen konnten und zeigen konnten, wir haben den ganzen Abend mit einem Europäer am Tisch gesessen. Ja, Und die haben da, also ich konnte bestellen, was ich wollte, das war denen vollkommen egal. das Also, genau. man hat sich dann so ein bisschen gefühlt wie so ein Zootier manchmal. Also so weit gegangen. Wir waren nur zwei, wir waren vier Europäer in der ganzen Uni und zwei Deutsche. Und wir zwei Deutsche haben uns bei gutem Wetter einfach mal oben ohne an See gelegt, was ich danach gelernt habe, vielleicht nicht der chinesische Knigge war. Nee. Und wir waren beide eingeschlafen. Und als ich die Augen geöffnet habe, war vor mir gerade ein kleiner chinesischer Junge. Und der hat mich angestarrt, wie ich wahrscheinlich in dem Alter einen Tiger im Zoo angestarrt habe. Und als ich mich aufgesetzt habe, ist er schreiend weggerannt. Ja, das ist durchaus, also deckt sich mit meinen Erfahrungen in Shanghai in den 80er Jahren schon oder damals in Zentren, wo es heute tatsächlich ein bisschen anders ist. Aber ja, ich bin mit meinen beiden mittlerweile erwachsenen Kindern ein paar Mal in China gewesen und bin oft dann dazu aufgefordert worden, Fotos zu machen und solche Sachen. Das hat die immer sehr erstaunt, dass da also sie da so, wie sie sagen, eben als Zootiere angesehen werden Ja, und man sich freut, wenn man ein gemeinsames Foto hat, was man rund zeigen kann. Ja, habe ich mal so. also auf der offenen Straße, wir hatten sogar, dass das wirklich alte Damen, bestimmt 80-jährige Damen auf uns zukamen, um mit uns ein Foto zu machen. Das war Wahnsinn. Man muss vielleicht auch sagen, dass China da inzwischen ja digitalisierter ist als wir in vielen Punkten. Also auf der Uni hatten wir einen Obdachlosen, der einen QR-Code vor sich stehen hatte, weil da hatte keiner Bargeld. Da wurde dann WeTransfer und go for it. WeChat, genau. Genau, aber wir hatten ja vorhin die Frage, welche Sicht haben die Deutschen auf die Chinesen, welche Vorteile haben wir? Wie ist die Sicht der Chinesen auf die Europäer und die Deutschen im Besonderen vielleicht? Also da gibt es natürlich auch massenhaft Stereotype. Die Europäer werden nicht als Einheit gesehen, sondern man hat so für jede Nation seine eigenen Klassifizierungen eigentlich, wie die so sind. Das geht, glaube ich, auf die Zeit des Kolonialismus 19. Jahrhundert zurück und dann auf ein sehr wichtiges Buch, das ein chinesischer Sinologe in Amerika auf Englisch geschrieben hat. My Country, My People, das ist von Lin Yutang. Da sind also die ganzen Klassifikationen, wenn Sie es nachlesen wollen, sehr schön drin von den europäischen Nationen. Und erstaunlicherweise deckt sich das, was der schreibt, ziemlich stark mit dem, was heute viele Chinesen einem sagen über die eigene Nation. Deutsche haben ein sehr positives Image. Ich habe es oft selber nicht glauben wollen, sondern gedacht, das erzählt man mir bloß so, weil ich eben Deutscher bin. Aber es ist tatsächlich so, dass die Deutschen ein extrem positives Bild in China haben. Man denkt, wir sind eben gründlich und pünktlich und genau und allerdings sehr ernst. Also die Deutschen sind sehr ernst. Das kommt also immer so im Satz. Das findet man ist sehr zu respektieren, aber es könnte manchmal auch ein bisschen lustiger zugehen in Deutschland. Also das würde ich sagen. Und dann ist natürlich diese große Bewunderung vor deutschen Produkten. Also die deutsche Industrie ist sehr entwickelt, ist ein Satz, den habe ich bestimmt schon viele tausend Male in China gehört. Und das ist aber auch so, wenn Chinesen nach Deutschland kommen, dann kaufen sie bei WMF ein, weil einfach sie glauben, Messer aus Deutschland sind eben das Beste, was es gibt auf der Welt. Und das muss man dann auch wirklich mitgebracht haben, wenn man hier war, sonst hat man eigentlich seine Zukunft verspielt schon fast. Und das
wie gesagt, also ich glaube, das Image der Deutschen ist insgesamt wirklich erstaunlich positiv in China. Das hängt zum Teil aber auch damit zusammen, Sie haben vorhin kurz die Kolonie in Qingdao erwähnt, aber das ist eine sehr kurze Phase gewesen und eigentlich gibt es keine so richtig negativen Aspekte, die einen verbinden. Das wird zwar hier anders erzählt mit dem Willem II und seiner Hunnenrede und so Sachen. Das war natürlich nicht schön, das ist schon bekannt, aber das ist kein Vergleich mit dem, was die Engländer so gemacht haben. Über die Engländer sagt man immer Ingolenchen Humor. Also sie sind sehr humorvoll. Das ist die positive Seite, die man sagt. Und man hat ihnen ja schon im Namen das Wort Helden gegeben. Das Ying heißt, ist von Ying Xiong der Held, ist für England Eng Ying phonetisch nachgemacht. Da steckt aber möglicherweise eben auch drin, die haben uns damals im Opiumkrieg ganz schön eins draufgegeben. Und die ganzen europäischen Namen sind natürlich irgendwie die Deutschen sind dr, das heißt tugendhaft, und die Franzosen sind fa, legalistisch, sie sind gesetzeskonform und so phonetisch nachgeahmt. Das passt ja nur gar nicht. Da bin ich nicht ganz so sicher. Bei den Franzosen gehören auch immer noch dazu Tamenchen Langmann, sie sind sehr romantisch. Also das ist also auch immer drin. Das ist, ich weiß, wir haben uns früher als ausländische Studenten in China manchmal den Spaß gemacht, uns für eine andere Nation auszugeben, einfach um mal andere Stereotype zu hören, die da kamen und so. Also wenn man Portugiesen da ging es dann schon ein bisschen schwieriger. Aber gut, aber insgesamt, wie gesagt, ist das Bild in etwa das, und das werden Sie von sehr vielen Chinesen, vielleicht haben Sie es selber ja auch gehört. Also. Ich finde das sehr spannend, dass Sie sagen, man nimmt Europa nicht als eins wahr, sondern die einzelnen Länder, weil ja gerade wir Europäer oder zumindest wir in der EU sehr dazu tendieren, im westlichen Teil Europas Sachen oder Gebiete als eins wahrzunehmen. Wir reden immer von der europäischen Staatengemeinschaft, Staatenfamilie teilweise. Wir reden häufig von so Riesengebieten wie Südostasien, als wäre das eine Sache, Südamerika, als wäre das eine einzige Kultur, die da unten herrscht. Während man das Ganze natürlich viel, viel differenzierter betrachten muss. Also Südostasien als Beispiel, Laos und Kambodscha, kommt bei uns so, das ist ein Urlaub. Also man macht Laos und Kambodscha halt zusammen. Völlig unterschiedliche Geschichte, kulturell große Unterschiede. Da wird viel, viel in einen Topf geschmissen. Bezüglich China ist ein großer Aspekt, den wir jetzt ja hatten, der Punkt Konfuzianismus. Und Sie hatten ja schon gesagt, das ist ein bisschen parallel zum Buddhismus und Daoismus gesetzt worden, zumindest von den Jesuiten damals. Welche Rolle spielt Religion denn heute in China?